Jo, servus Leute, zum weiteren der Dosch angezockt. Wir zocken den zweiten Teil von Gremlins auf dem C64. Hatten wir das letzte Mal ja schon den ersten Teil, oder was das vorletzte Mal? Egal, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall den ersten Teil hatten wir schon. Und jetzt schauen wir uns den zweiten Teil an. Es gab ja auch den zweiten Film. Und zum zweiten Teil gab es natürlich das passende Spiel dazu. Ich kann mich an dieses Spiel noch dunkel erinnern. Ich hatte es in meiner Kindheit auch. Und ich habe es gehasst. Und ich habe es angezockt. Ich habe es schon mal angetestet, damit es hier alles funktioniert mit der Aufnahme. Und ich muss sagen, ich hasse es immer noch. Ich hasse es. Das ist ein scheiß Spiel. Vielleicht stelle ich mich auch nur dumm an, aber es ist scheiße. Die Gremlins, also die Gegner hier, die respawnen permanent, egal wie oft wir sie abschießen. Mal aufpassen, sonst kommt er wieder, wenn ich rausgehe hier. Ja, ich muss hier anscheinend alles abballern. Hier durch die Gegend springen und werde hier von... Was war das? Von Kühlschränken oder so erschlagen? Ich weiß es nicht. Nein, nicht zurück. Warten, bis der Gremlin vorbei ist, sondern ballern wie blöd. Jede kleinste Berührung ist ein sofortlicher Tod. Es klappt. So weit war ich noch nie. Für was ist eigentlich dieses P da oben? Und schon bin ich tot. Sag ich doch. Jede Berührung ist ein Tod. Jetzt will ich wissen, was das P da oben ist. Für was ist es? Ich weiß es nicht. Es sind nicht viele Erinnerungen übrig geblieben von diesem Scheißspiel. Die Lenkung ist auch relativ träge und verzögert. Bis der hier mal was tut, sind die Gremlins schon auf mir drauf. Ein ganz kurioses Spiel, muss ich sagen. Und das Ziel des Spieles ist mir total unbekannt. Ja, genau. Man sieht auch nicht genau, wo man drauf kann. Ja, genau. Schießt hier auch noch durch die Gegend. So ein Scheiß. Witzig ist, dass man manche Gremlins hier erkennt. Also die hatten im Film auch verschiedene Charakterzüge. War nicht einfach bloß die bösen Monster. Der da hinten die Wurfgeschosse durch die Gegend feuert. Das ist, glaube ich, der Anführer mit dem Iro. Der am Boden umeinander rollt. Das ist der... Der Durchgeknallte, der hat ein wenig einen an der Klatsche. So, und der hier, den kenne ich jetzt nicht. Schauen wir mal, dass wir hier durchkommen. Ich weiß nicht, oh verdammt, ob das einzelne Räume sind oder ob das Level darstellen sollen. Ich weiß es nicht. Aber dieses Spiel kann einen durchaus zum Wahnsinn treiben. Leck mich doch am Arsch. Wie mache ich das? Bücken bringt auch nichts. Das ist ein Spiel, das ist wieder endgeil. Was muss ich da tun? Oh, Alter, ist das Trixie. Und nu? Ja, genau. Genau. So, also hier warten. Ballern. Den hier abballern. Zurückgehen. Jetzt hat er da irgendwo geschaut. Jetzt kommt er von... Ah, leck mich doch am Arsch. Ich sag's euch, das ist ein Scheißspiel. Ja, und durch hier. Was war das jetzt? Habe ich was eingesammelt? Keine Ahnung. Ach, ich kann jetzt irgendwie rückwärts schießen auch noch. Interessant. Oh, schon wurde ich wieder getroffen. Ja, es gibt anscheinend diverse Items, die unsere Fähigkeiten verbessern. Das macht das Spiel allerdings nicht besser. Ja, genau. Wie will man denn da ausweichen? Das ist so bescheuert. Diese Lenkung da. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Aber der zweite Teil des Spiels ist genauso beschissen wie der zweite Film. So durchgeknallt. Was ist die Blase? Können wir die einsammeln?
Bringt die was? Ich habe keine Ahnung. Ja, jetzt können wir hier stundenlang Gremlins killen oder schauen, dass wir hier irgendwie rauskommen. Ja, kaum kommt der Oberboss und ballert auf uns, ist es auch schon vorbei. Ich kann auch nicht abballern, die Sau. Der ist hardcore tricksy. Alter, irgendwie nervt mich das Spiel. Da hätte man ruhig mehr draus machen können. Jawohl. Ah, genau. Was war da oben eigentlich noch? Was ist das hier? Sieht aus wie die Lebensrune. Kein Plan. Aha, es geht also nicht. Ich bin zu langsam, um da durchzurennen. Also muss ich mir was einfallen lassen. So. So. Und schon kommt er wieder. Ich kann es da oben nicht einsammeln. Gut, gehen wir weiter. Ach, jetzt habe ich wieder so einen komischen Schuss. Nee, will ich nicht. Will ich nicht. Habe ich doch gesagt, will ich nicht. Dieses Spiel. Was ist das da oben? Schraubenschlüssel? Ich habe keine Ahnung. Das Spiel ist so ultra kurios. Das permanente Respawnen in irgendwelche Gegner. Das ist sowas von nervig. Normalerweise müsste ich jetzt zum Levelausgang, aber genau, da kommt schon wieder einer. Und von hinten und von vorne und überall kommen sie und da fallen die Spinde um und leck mich doch am Arsch. Warum ist jetzt der eigentlich da hoch? War das die Blase? Hat die Blase mich nach oben katapultiert? Ich weiß es nicht. Und da geben sie echt E.T. den Titel schlechtestes Spiel der Welt. Nee, ich hätte hier einen viel besseren Anwärter auf diesen Titel. Aber vielleicht, ne? Vielleicht liegt es ja nur an mir. Vielleicht ist das Spiel ja endsgeil. Und ich kapier's nur nicht. Ist natürlich auch möglich. Weil irgendwie laufe ich nur von links nach rechts und tu nix. Ich weiß nicht mal, ob das richtig ist. Ich weiß gar nichts. Kann ich durch die Tür? Nein. Schade. Aber hier ist Schluss. Jetzt bin ich tot, oder? Jetzt kommt gleich von hinten einer. Und schon bin ich tot. Ja, ich konnte Gott sei Dank unendlich viel Energie und unendlich viel Leben einstellen, sonst wäre dieser Letztest nach 1,5 Minuten schon beendet. Jetzt müssen wir wahrscheinlich oben rum. Jetzt wird es richtig tricksy. Ja, leck mich doch. Ja. Versuchen wir mal oben raufzukommen. Da ist Cat Mario unterhaltsamer, muss ich sagen. Oh, genau. Da ist Cat Mario besser. Eine Scheiße, Leute. Mich nervt das Spiel. Mich nervt das Spiel. Ich schaue jetzt, dass ich die 10 Minuten voll krieg. Und dann beende ich hier dieses Elend. Und widme mich wieder schöneren Dingen. So, lauf jetzt. Und lauf. Und umdrehen und ballern. Oder leck. Vor allem diese Präzision in der Steuerung, die Leute haut mich von den Socken. Wahnsinn, ach komm schon, jetzt ist wieder runter. Wer programmiert sowas und vor allen Dingen warum hassen uns die Programmierer so sehr, dass sie solche Spiele produzieren? Ich weiß es nicht. Ich würde gerne mal in das Hirn eines Computerspiele-Entwicklers schauen. Aber wahrscheinlich wird mich da das blanke Entsetzen packen. Ach, leck mich doch am Arsch.
So, einmal probiere ich es noch. So, ich muss hier die richtige Position einnehmen, dass ich alles abballern kann. Ja, das war schon die falsche. Verdammt. Ich muss da irgendwie den Schrank dann auf. Verdammt. Jetzt kommt der Freak von oben. So, jetzt kommt noch gleich wieder der von oben, oder? Nein! Komm, genau auf. So. Jetzt habe ich keine Ahnung, wie viele Steine hier noch abröckeln. Ich habe die Gizmo-Box gefunden. Aha. Und nun? Was tue ich mit der Gizmo-Box? Ach, ich kann durch die Tür jetzt. Nein! Ist das ein Scheißspiel? Ja, wer dieses Spiel grandios findet, der soll es ruhig mal in die Kommentare posten. Vielleicht kann mir auch der eine oder andere erklären, was ich hier machen muss. Ansonsten beende ich jetzt das Ganze hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben tut nicht weh. Und ich sag Servusler, bis zum nächsten Mal. Euer Doschten.